Das Land Panama nimmt den schmalsten Teil der Landbrücke zwischen Nord- und Südamerika ein. Gerade einmal gut 80 Kilometer liegen zwischen der Pazifikstadt Panama City und dem am Atlantik gelegenen Colón, auf der Straße wie auch auf dem 1914 eröffneten Panamakanal. Per Schiff werden ca. 10 Stunden für die Durchfahrt benötigt. Nach der Einfahrt von der Pazifikseite her erreicht man zunächst zwei aufeinanderfolgende Schleusenanlagen, wo die Schiffe um insgesamt 26 Meter auf das Niveau des anschließenden Gaia-Kanals angehoben werden, um die Überwindung der kontinentalen Wasserscheide und des harten vulkanischen Gesteins zu ermöglichen. Danach überfährt man den aus dem Rio Chagres angestauten Gatunsee, von wo aus man anschließend dreistufig über die Gatun bzw. neuen Agua Clara Schleusen um wiederum 26 Meter auf das Niveau des Atlantiks abgesenkt wird. Schon kurz nach Tagesanbruch verlassen wir unsere Parkposition und nähern uns der Kanalzufahrt auf der Pazifikseite. Gerne erinnern wir uns daran, dass wir auf dem Damm, der die Stadt Panama City von der Wasserstraße abtrennt, erst ein Jahr zuvor standen und den Blick auf die Kanaleinfahrt mit der markanten Brücke Puente de las Americas genossen. Dass wir uns dieser nunmehr von der Wasserseite her völlig ungeplant nähern, konnten wir damals noch nicht ahnen. Bis 2004 war die Brücke die einzige feste Straßenverbindung zwischen Nord- und Südamerika und somit ein wichtiger Bestandteil der Panamericana-Straße, deren südliches Ende in Feuerland wir knapp 3 Wochen vorher bereits kennengelernt haben. Nochmals fällt unser Blick auf die eindrucksvolle Silhouette von Panama City, das uns bei unserem vorhergehenden Besuch nicht nur aufgrund seiner beeindruckenden Skyline, sondern vor allem wegen seines wundervollen historischen Stadtkerns Casco Viejo begeisterte. Wenig später nähern wir uns den Miraflores-Schleusen, einer zweistufigen Anlage, in der die durchfahrenden Schiffe um insgesamt 16,5 Meter über Pazifikniveau angehoben werden. Nach der Öffnung der mehr als 2 Meter dicken und 25 Meter hohen Schleusentore fährt das Schiff in die Schleusenkammer ein und wird dabei an allen Ecken von Zahnradbahnen, sogenannten Treidelloks, stabilisiert, sodass eine zügige und sichere Einfahrt gewährleistet ist. Nach dem Schließen der hinteren Tore werden die Schleusenkammern ohne Pumpvorgang allein durch die Schwerkraft des von oben einfließenden Wassers gefüllt. Der daraus resultierende Wasserverlust wird durch den von Niederschlägen gespeisten Rio Chagres sowie den als Puffer dienenden Gatun-Stausee ausgeglichen. Danach erfolgt die Einfahrt in die zweite Schleusenkammer und derselbe Vorgang wiederholt sich. Die Miraflores-Schleusen vermögen Schiffe bis zu einer Breite von 32,3 Metern der sogenannten Panamax-Klasse aufzunehmen. Nach der Ausfahrt blicken wir auf die im Hintergrund erkennbare Trasse, welche die neuen, 2016 fertiggestellten, dreistufigen Cocoli-Schleusen bedient. Hier können nunmehr auch Schiffe bis zu einer Breite von 49 Metern der sogenannten Neo-Panamax-Klasse abgefertigt werden. Auf uns hingegen wartet noch eine weitere Anhebung um 9,5 Meter in der vor uns liegenden Pedro Miguel Schleuse, hinter der die beiden Trassen auf ein Niveau zusammengeführt werden. Kurz darauf nähert man sich der Puente Centenario oder Jahrhundertbrücke, einer im Jahr 2004 fertiggestellten sechsspurigen Schrägkabelbrücke mit einer Gesamtlänge von 1052 und einer Höhe von 80 Metern. Wir durchfahren nun den sogenannten Gaillard-Durchstich durch die Berge der kontinentalen Wasserscheide, gleichzeitig die engste Stelle des Kanals. Thank you.
Unschätzbar sind die Vorteile eines kleineren Schiffs für Filmer und Fotografen, denn ein Gedränge um die besten Plätze gibt es hier nicht. Langsam weitet sich der Kanal und wir folgen nun dem Verlauf des von Dschungelvegetation umgebenen, angestauten Rio Chagres. Allmählich geht der Fluss in den riesigen Gatun-Stausee über und wir beobachten fasziniert das zwischen dunkelblau und türkis wechselnde Farbspiel des Wassers. Nun haben wir erstmals Blickkontakt zu der Atlantikausfahrt des Gatunsees, welche durch die Gatun bzw. neuen Agua Clara Schleusen gebildet wird. Wir nehmen die Einfahrt in die Gatun Schleusen, da unser Schiff zur kleineren Panamax-Klasse gehört. Die dreistufige Anlage gewährleistet die Absenkung der Schiffe um insgesamt 26 Meter auf Atlantikniveau. Ein Stück weiter östlich erkennen wir die von und zu den Agua Clara Schleusen führende Trasse für die breiteren Neo-Panamax-Schiffe und wir werfen einen Blick auf die Aussichtsplattform, von der aus wir ein Jahr zuvor die Funktion der neuen Schleusenanlagen beobachtet haben. Nunmehr warten wir jedoch gespannt auf die allmähliche Annäherung unseres Schiffes an das Atlantikniveau. Mit der Öffnung der letzten Schleusentore ist es geschafft und die Ausfahrt in Richtung des offenen Atlantiks beginnt. Mit der Durchfahrt durch die Puente Atlantico geht am späten Nachmittag ein hochinteressanter Tag auf dem Panama-Kanal zu Ende.